Und ein Moinsen zum Vorbericht oder einem der beiden Vorberichte auf diesem Kanal zum Spiel gegen Frankfurt auswärts am Samstag 15:30 Uhr. Diesmal zwar kein YouTube-Gast, aber trotzdem einer mit viel Fachahnung über Eintracht Frankfurt. Mein Kollege von der Uni, der Benny, darf sich kurz vorstellen. Ja, also ich bin jetzt keiner von der videoproduzierenden Zunft wie du. Ich würde sagen, ich bin eher einer von der schreibenden Zunft. Aber wollte trotzdem mal meinen Senf zur Eintracht dazugeben. Gibt genug andere Leute, die es machen, aber warum nicht ich auch, ne? Also, und ihr könnt mich auf Twitter finden, aber jetzt nicht auf YouTube. Ich habe keinen eigenen YouTube-Kanal. Perfekt. Dann stelle ich direkt die böse Frage, was sagst denn du zur Bobic-Aktion aktuell? Gut, vertretbar oder einfach auch vom Zeitpunkt her? Ja, also der Zeitpunkt ist unglücklich, das muss man auf jeden Fall sagen. Also, ich meine, es gibt ja auch da verschiedene Versionen, was jetzt genau der Ablauf war. Also Bobic selbst sagt, er hat schon letztes Jahr hinterlegt, dass er gerne gehen möchte und hat dann wegen Corona quasi das Jahr noch gemacht für die Eintracht. Die Eintracht sagt, er hat vor 3 Wochen sich endgültig entschieden, dass er im Sommer gehen möchte. Und sie hätten absolutes Stillschweigen verlangt und auch vereinbart. Und die Frage ist halt jetzt, wer hat es durchgestochen? Also, dass es an die Medien ging. Zu diesem Zeitpunkt ist natürlich nicht gut, weil ich meine, es ist mitten in der Saison. Und ja, es erinnert so ein bisschen an die Causa Kovac damals zu den Bayern. Ist nicht so glücklich, aber. Ja, dass er geht irgendwann, war auf jeden Fall klar. Also es ist, für ihn war die Eintracht jetzt keine Herzenssache. Nicht wie vielleicht der VfB Stuttgart damals. Oder wenn er jetzt zu Berlin geht, das würde man ihm vielleicht auch mehr abkaufen, dass es dann für ihn eine Herzenssache ist. Ja, also rein tabellarisch wäre es natürlich Riesenquatsch jetzt irgendwie. Geht zu Berlin, die sich vielleicht mit Ach und Krach noch retten. Aber gut, vom Geld her bestimmt noch mehr Möglichkeiten da. Siehst du die Gefahr, dass es so eine Geschichte wird wie bei Rose? Der wird ja gerade auch durchs Dorf gescheucht bei Gladbach, weil seitdem er gesagt hat, yo, ich bin weg, ich gehe zu Dortmund, läuft es bei denen ja nicht mehr. Gibt es da auch die Gefahr, dass Bobic dann quasi vom Liebling zum, nicht gehassten, aber halt viel an Kredit verliert dadurch? Also das ist schwierig zu sagen. Ich meine, es ist natürlich ein Unterschied, ob es ein Trainer ist oder der Sportvorstand. Und Rose war halt auch jetzt für länger angelegt bei Gladbach, denke ich. Also der war jetzt auch erst im zweiten Jahr da. Und die haben wirklich halt gedacht, okay, wir haben jetzt einen Trainer, mit dem kann man für längere Zeit arbeiten, denke ich. Und bei Bobic, er war jetzt 5 Jahre lang da. Und da war halt klar, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht. Und ja, ich denke nicht, dass er jetzt vom Hof gejagt wird oder dass die Fans da auf die Barrikaden gehen, auch weil man halt nie so eine emotionale Verbindung zu ihm hatte. Also er hat immer die Distanz gewahrt zu den Fans und die Fans dadurch auch halt Distanz zu ihm. Man war sich auch jetzt nicht bei Themen wie 50 plus 1 nicht wirklich einig mit ihm. Also er ist jemand, der bei 50 plus 1 eher sagt, braucht man nicht unbedingt, ein Investor wäre vielleicht was ganz Gutes. Und das ist halt bei den Eintracht-Fans ganz klar, die gegenteilige Meinung vorherrschend. Ja, und es war halt klar, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht. Und deswegen ist es nicht so ein Schock vielleicht wie für die Gladbach-Fans mit Rose, denke ich. Ja, und so ein Investor würde auch nach Berlin passen. Wenn wir danach gehen, würde er recht sicher darauf hinauslaufen. Also würde mich wundern, wenn der jetzt auf einmal sonst wohin wechselt. Gibt es schon irgendwelche Gerüchte, wer Nachfolger wird? Oder beziehungsweise, meinst du, er geht im Sommer erst oder jetzt schon früher? Ja, also ich meine, das zu sagen ist schwierig, weil diese plötzliche Ankündigung jetzt war halt nicht geplant. Ne? Ja. Also das ist ganz klar, das war halt nicht geplant. Und aber ich denke, dass er bis zum Sommer bleibt, einfach aus professionellen Gründen, weil er halt sagt, ich bringe das hier noch zu Ende. Und ja, was Nachfolge angeht, da sind verschiedene Namen im Raum.
Also manche nennen zum Beispiel Ruben Schröder von, also der bis zum Dezember bei Mainz war, der auch sicherlich da eine gute Arbeit geleistet hat, bis zur letzten Saison. Also diese Saison war es eher so, weiß man nicht so wirklich, das mit dem Spielerstreik und so, mit dem Trainer, das hat er eher versaut, könnte man vielleicht sagen. Aber er wäre sicherlich auch ein Kandidat, weil er halt auch gute Spieler findet und die teuer dann teurer macht und die man dann halt verkaufen kann. Also dasselbe Modell, was man eigentlich mit Bobic hatte, dass man halt die Spieler findet und sie dann weiterbringt und dann verkauft. Ja. Also insofern, das würde passen. Dann, ich glaube, der Favorit aller, also der meisten Eintracht-Fans wäre wahrscheinlich Christophs Bücher. Okay. Er ist aktuell Sportdirektor bei Young Boys Bern. Der war so 2005 bis 2010 bei der Eintracht als Spieler, war auch unser Kapitän zeitweise. Und ja, Young Boys Bern wird jetzt also wahrscheinlich zum dritten Mal Schweizer Meister, was schon eine ziemliche Leistung ist. Die haben da ja, jahrzehntelange Dominanz gebrochen vom FC Basel. Und halt unter seiner Leitung, ne? Also das ist schon eine Leistung Ja. und hat halt die Eintracht-DNA und also das wäre so quasi die Ideallösung, die man finden Ja. könnte, denke Weil ist nicht der nächste aus der Schweiz? Kam der Hütter nicht auch aus der Schweiz irgendwo? Oder von wo kam der ich. Genau. davor? Hütter kam auch von Young Boys, also der hat auch mit Bücher Ja. zusammengearbeitet und insofern das wäre halt so perfect Match, ne? Ja. Aber es ist halt die Frage, der hat halt noch einen Vertrag bis nächstes Jahr. Ob man den da loseisen kann, ne? Ja, dann wird es natürlich perfekt passen. Ich nehme mal den Spruch von Perfect Match über und gehe zu eurem Bremen-Spiel. Was ist denn da passiert? Weil ihr seid ja aber auch mal geschaut, glaub Platz 2 oder so in der Rückrundentabelle. Also bisher läuft es ja extrem. Auch die Bayern geschlagen eine Woche davor und dann auf einmal verlierst du in Bremen. Für die, die es nicht gesehen haben, was ist denn da falsch gelaufen? Ja, also das Bremen-Spiel fing sehr gut an. Also die Eintracht hat in den ersten 15, 20 Minuten wirklich richtig gut gespielt. Auch so, wie man es halt in den letzten Wochen gesehen hatte. Ja, und dann ging es halt irgendwie so den Bach runter, ne? Und die Frage ist halt natürlich, wieso das passiert ist. Da gibt es verschiedene Theorien. Also man kann zum Beispiel vielleicht sagen, dass die Spieler nicht alles gegeben haben. Also man hatte vielleicht so den Eindruck, ja, man kann jetzt Bremen hier mit dem 1-0 locker wegmoderieren. Das hat nicht geklappt. Und man sieht halt, wenn man nicht 100% gibt, wirklich, gerade auch wenn es um Verteidigen geht, Ja. dann wird das halt nichts, ne? Die andere Seite ist dann natürlich auch, hat Bremen oder hat Kofeld uns ausgecoacht in dem Spiel, was vielleicht jetzt nicht so gerne gehört wird von manchen Ja. Eintracht-Fans, weil Kofeld ist jetzt nicht so unbedingt beliebt. Da Bei uns. gab es auch Rambazamba bei euch nach dem Spiel oder rund ums Spiel. Ja, das, aber darauf würde ich gar nicht großartig Nee. eingehen, das ist Kinderkram, Ja. aber ja, also er hat halt die taktische Schwäche von uns vielleicht in dem Moment ausgenutzt, dass halt hinter Kostic, der halt immer sehr offensiv nach vorne geht, halt ein Raum ist und in diesen Raum halt reinzustoßen, ja, das war halt taktisch gut. Und bei uns hat auf der Seite ja auch der eigentliche Stammverteidiger Ndicka, hat mit der fünften gelben Karte gesperrt, gefehlt. Ja, also das haben die Bremer im Bereich ihrer Möglichkeiten, weil man muss schon sagen, das, was sie spielen, ist schon eigentlich ziemlich limitiert. Die verteidigen halt, das haben die gut gemacht. Also man muss auch sagen, der Sieg war nicht unverdient, Okay. auch wenn ich das nicht gerne sage. Aber ja, es war von Bremen halt nicht gut, nicht schlecht und von uns halt nicht so gut, wie es in den Wochen vorher war. Und so Ja. verlierst du dann das Spiel, ne? Da wäre so eine kleine Angst von Überheblichkeit nach einem München-Sieg. Das heißt bei euch tabellarisch immer noch Champions League, also vierter Platz. Jetzt kratzt aber Dortmund dran, 3 Punkte sind sie hinter euch. Wie sieht denn das bei euch im Fanlager aus? Hofft man wirklich auf die Champions League oder wenn man dann quasi noch ein bisschen runterrutscht und Euroleague spielt, ist auch okay? Oder wie sind da die Hoffnungen? Ja, also was die Fans angeht, die, weißt du, die Eintracht-Fans,
die sehen sich dann sofort als die Größten oder als die Weltspitze, fast schon, wenn es gut läuft, sozusagen die beste Mannschaft der Welt. Und dann, wenn man halt ein Spiel verliert, dann ist halt wieder Weltuntergang, so gefühlt, ne? Ja. Also, und dann halt auch noch gegen den Gegner, wo man halt eigentlich sagt, die sind schlechter als wir, die haben eine schlechtere Mannschaft, die spielen schlechter als wir eigentlich. Deswegen, klar, dämpft es so ein bisschen die Erwartungen und diese Euphorie, die man halt jetzt vielleicht vor einer Woche noch richtig stark hatte. Ja, aber man muss halt ganz klar sagen, unsere Ausgangsposition ist gut, könnte definitiv schlechter Ja, sein. ja. Wenn man jetzt mal zum Beispiel nach Gladbach guckt oder so, die würden sich wünschen, dass sie so gut dastehen wie die Eintracht. Und wir sind auf Platz 4, wir haben immer noch 3 Punkte Vorsprung auf Dortmund, die jetzt am Wochenende gegen Bayern spielen. Mal gucken, vielleicht können Ja. wir den Vorsprung auch wieder ausbauen. Da wäre ein Vermutlich Sieg gegen schon. euch nicht so schlecht, ne? Ja, also eure nächsten Partien werden auf jeden Fall nicht allzu einfach, ne? Also erstmal kommen wir auswärts, wozu wir gleich noch kommen. Und dann habt ihr Leipzig, Union, direkt duell gegen Dortmund, Wolfsburg, Gladbach. Also da wird sich so ein bisschen entscheiden, wie weit ihr oben bleibt. Ja, also die nächsten beiden Spiele sind auf jeden Fall extrem wichtig. Das Union-Spiel dann auch noch, weil man halt dann, wie du schon angesprochen hast, dieser April kommt dann halt und da hast du wirklich das volle Programm. Und bis dahin muss man halt wirklich so viele Punkte wie möglich sammeln. Und deswegen das Spiel gegen euch, ja, das ist nicht so unwichtig, ne? Ja, können wir da gleich mal hinkommen. Also Hinspiel war ja ein 2 zu 2. Das Spiel von zwei Hälften mit unserem typischen Problem im VfB, was wir jetzt auch schon gegen in den letzten Spielen, Köln, Schalke und so weiter gesehen haben, Hertha vor allem auch zweite Halbzeit irgendwie manchmal. Also erste Halbzeit haben wir, glaube ich, 2-0 geführt, wenn ich es richtig im Kopf habe noch. Und dann in der zweiten Halbzeit und das Ding wieder abkaufen lassen. Also da müssen wir echt aufpassen. Gegen Clubs wie Schalke und Köln klappt das noch, aber bei uns kommt ja auch dann demnächst Hoffenheim, Bayern München, jo. Bayern, Köln, Dortmund und so weiter. Das kommt da alles noch. Also mal gucken. Das sollte man schon frühestmöglich abstellen, was wir dann in der zweiten Halbzeit manchmal machen. Ja, also ich meine, bei uns war das Hinspiel so mitten in dieser Phase, wir spielen nur noch unentschieden. Wir haben nur noch unentschieden gespielt und das war halt so vielleicht einer der Höhepunkte dieser Depression bei uns, weil man halt Okay. gesagt hat, wir holen gegen alle Gegner, wo man eigentlich punkten müsste, holen wir nur unentschieden. Ja. Da war es halt auch die Frage, ja, warum stellt Hütter immer so komisch defensiv auf? Warum lässt er nicht unsere offensiven Spieler spielen? Ja. Und das haben wir jetzt halt mittlerweile richtig gutes System eigentlich gefunden. Und deswegen bin ich auch für das Spiel relativ zuversichtlich, wenn die Eintracht wirklich 100% gibt, also jetzt nicht wie in Bremen, sondern wirklich alles so läuft, wie es laufen sollte. Ja, denke ich schon, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen können. Also ich meine, ihr seid natürlich nicht zu unterschätzen. Ich denke, was euch auch so stark macht, sind halt, dass eure Spieler so jung sind. Die sind halt Ja. schnell. Und man hat ja gesehen bei Bremen, wenn die Eintracht wirklich weit vorne steht, dann ist sie halt konteranfällig. Und das könnt ihr halt mit euren Spielern auch wahrscheinlich ausnutzen, wenn sich die Gelegenheit geben. Also deswegen, man sollte nicht zu vorschnell sagen, ja, wir haben das Spiel gewonnen. Aber ich bin trotzdem, ich bin generell eher optimistisch, also für das Spiel bin ich auch optimistisch. Ja, bei uns wird dann zu sehen sein, weil der Klassenerhalt ist quasi durch seit dem Schalke-Spiel. Also, wenn du das Torverhältnis immer einrechnet, das mache ich immer gerne, aber tatsächlich mal gut dastehen im Torverhältnis, irgendwie plus 8 Tore oder sowas, dann haben wir quasi 33 Punkte. Also, damit bist du das Gefühl durch. Ist die Frage, ob du dann jetzt einen Leistungsabfall hast oder halt so ein bisschen kurze Delle hast, weil alle wissen, okay, puh, erstes Ziel ist schon mal erreicht, aber generell waren Spiele in Frankfurt immer gut. Also, ich habe da richtig Bock drauf. Letzten Spiele eher weniger. Wird es mal 3-0 verloren, 2-1 verloren. Aber das war echt eine lange Phase, wo wir in Frankfurt ungeschlagen waren. Also, es waren meistens wirklich gute Spiele. Und ja, also, wer weiß, wer weiß. Wird alles andere als einfach in Frankfurt. Aber nach dem 5-1-Sieg ist man erstmal positiv gestimmt. Und danach kommen da wirklich Hoffenheim, Bayern, Bremen, Dortmund. Also wenn da, haben ja manche bestimmt schon die Hoffnung, wenn wir
da wir näher an Europa sind als am Abstiegskampf, wirklich dahin wollen? Was also die große nächste Frage ist, wollen wir da hoch als Aufsteiger direkt nach in der ersten Saison? Wollen wir da hoch oder haben wir wieder Angst vor dieser Köln-Saison mit Europa League und Abstieg mit gefühlt 4 Punkten? Also bin ich sehr gespannt. Was würdest du denn ergebnismäßig tippen? Ich würde sagen, 3:1 für die Frankfurter Eintracht. Das ist ein gutes Ergebnis. Ja, ich würd fast das Hinspiel kopieren. Also ich bin da recht positiv tatsächlich irgendwie, dass wir das Spiel nicht verlieren zumindest. Aber ein Sieg ist auch wieder was ganz anderes in Frankfurt. Auch wenn uns vielleicht die Spielweise dann ein bisschen mehr liegen würde, da wir wahrscheinlich das Spiel erstmal nicht unbedingt machen müssen, sondern eher wieder wirklich über unser Konterspiel kommen können, erstmal abwarten spielen können. Deswegen würde ich da wirklich einfach mal das Hinspiel kopieren und auch wirklich auf ein 2:2 gehen. Oder was glaubst du, wie Frankfurt rangeht gegen uns? Also ich ist ja die Frage. Also wird die Mannschaft jetzt nach dem Spiel gegen Bremen eine Reaktion zeigen? Also ich hoffe es, dass man halt wirklich sagt, ja, wir gehen da jetzt mit Vollgas ran und lassen auch gar keine Fragen offen. Also dass man direkt sagt, wir machen in der ersten Halbzeit schon möglichst ein, zwei Tore und dass man halt sagt, ja, wer seid ihr denn hier? Wir sind Ja. Wir sind zu Hause noch ungeschlagen und wir lassen da gar nichts anbrennen. Das muss so das sein, was die Eintracht macht. Ob es passiert, wird man sehen. Also, ich meine, es gibt natürlich dann wieder auch wieder Angst, vielleicht, dass man sagt, ja, das Bremen-Spiel hat die Mannschaft verunsichert oder wir könnten jetzt in so einen Abwärtsstrudel geraten. Das Ja, hoffe ich natürlich nicht. Ne? klar. Da kommen wirklich. Ich mag meine Statistiken sehr gerne, also deswegen bin ich auch bei dem Unentschieden. Erstens wegen der Leistung von uns, die wir hoffentlich bringen können. Und zweitens, wie gesagt, Spiel in Frankfurt nie verkehrt und dazu ihr Vierter in der Heimtabelle, wir Dritter in der Auswärtstabelle. Also das passt alles ganz gut dazu. Also ihr seid eine Heimmacht, was wir nicht sind diese Saison oder noch nicht vielleicht. Und wir dafür halt auswärts umso stärker. Deswegen bin ich damals sehr gespannt. Gibt da wieder die Streams und so weiter am Samstag. Und dann. Sehr gut, dass du da warst. Danke für deine Meinung. Und Und deine Zuschauer können mich manchmal vielleicht auch bei Among Us, bei deinen Streams sehen. stimmt, Wenn ich Donnerstag wieder, mal morgen. wieder absteche von hinten. Stimmt, morgen. Morgen sitzt du wieder im Wendt. Sehr cool. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt dem Benny. Wie gesagt, kein YouTube, aber die Verlinkungen, wo du man dich so finden kannst, bekommst du natürlich trotzdem. Und dann kriegst du noch meinen, ja, etwas unneutraleren Vorbericht quasi, kriegt ihr noch morgen hinterhergeschoben. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.